Nein, Alter, ich wollte gerade zubauen. Was ist denn hier los, Alter? Voll die Street Parade hier gerade. Was denn los? Alter, wie viele noch? Ist hier ein Spawner in der Nähe? Hier ist doch 100 pro ein Spawner. Aua, hier ist doch 100 pro ein Spawner in der Nähe. Guck dir das mal an. Alter, was macht die denn? Alter, was, lass das? Was für ein Auflauf. Freunde, hier ist kein Spawner, hier ist einfach nur gute Laune. Und ich habe keine Fackeln. Großartig. Ich habe keine Fackeln mehr. Das passt mir super ins Konzept. Okay, warte. Die würde ich gerne mitnehmen. Das Auge brauche ich nicht unbedingt, ne? Also hier, ich glaube, das Auge, das brauche ich nicht unbedingt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich werde hier erstmal fett ausleuchten. Also nicht mein Fett ausleuchten, sondern die Höhle, meine ich. Alter, jetzt bin ich mega, mega schreckhaft. Na, du kleiner Mützenmann. Oh. Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. Mützenmann war eigentlich eher komplimentös gemeint. Ich muss dringend was fressen. Alter, was denn hier los? Was ist denn hier los? Haut er sich einmal fett die Kartoffeln in den Wanst. Meine Fresse, der muss inzwischen auch so einen Kugelbauch haben einfach. Ach geil, der Creeper hat uns einfach mal Eisen abgebaut. War geplant, wollte ich genauso haben. Ich wusste das, dass der es macht. So. Also er, meine Minecraft-Skills natürlich wieder voll on the max, verstehst du? So, wo geht's denn hier lang? Sieht eigentlich noch überhaupt jemand die Möglichkeit, dass wir jemals wieder nach Hause finden? Also mal so rumgefragt in die Runde. Sieht jemand noch die Möglichkeit, dass wir jemals wieder irgendwann nach Hause finden? Ist das überhaupt noch gegeben? Wie viel Ember hier auf einmal ist? Da oben war ja auch noch was. Habe ich gar nicht mitgenommen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, oder? Der nach Hause findet Zug. Ich glaube, der ist vorbei jetzt. Das ist, ja. Das ist, gut, dann... Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin ja optimistisch. Leider habe ich durch die Geschichte jetzt ganz vergessen, wo wir sind. So. Weil, ne, wenn du Geschichten erzählst, du kannst dich ja nicht konzentrieren. Kriegst du nicht mit, was du in der Zeit machst. So. Okay. Deswegen müssen die Commentator nämlich auch immer erst spielen und dann drüber quatschen, weil es geht nicht anders. Du kannst dich nicht konzentrieren und dabei noch was Schönes erzählen. So, aber egal. Wir werden das schon. Wir werden das Kind schon... Oh, komm mal her, du. Komm her, du. Komm her, du. So. Da oben geht's noch weiter, da unten geht's noch weiter. Wir sind völlig im Arsch. Am Arsch. Am Arsch die Waldfee. Okay, das haben wir. Wir nehmen einfach alles mit, ne? Also das machen wir sowieso, auch wenn wir hier untergehen. Aber wenn wir untergehen, dann haben wir schon alles abgebaut, dass wir in der nächsten Runde nichts mehr finden. Das ist ein guter Plan. So machen wir's. Ha, nein! Wo kam der denn her? Da war doch keiner. Okay, ich ahne, wo der herkam. Hä? Auf einmal sind die alle wieder da. Günther und seine Freunde. Was denn hier los? Der kam hier unten raus? Von da, wo wir kamen? Aber hier ist doch alles ausgeleuchtet. Ach, ernsthaft? Okay. Go, go, go. Ach, die bekämpfen sich gerade da unten irgendwo. Aber wir sind nicht alleine.
Wir haben noch ein paar Freunde mitgebracht. Irgendwie ist da hinten echt, ich glaube, da hinten ist Kindergeburtstag. Alter, lass das! Alter, da hinten sind lauter Skelette überall! Wieso sind da so viele Skelette? Die sich gegen... Ah, Alter, und wieder mit so einem Oberding. Okay. Komm her. Nein! Bleib weg! Wenn ich sage, komm her, meine ich, bleib weg. So, kriegen wir einen fetten Bogen? Nö. Was ist denn... Ey, Popel! Hallo, Popel? Interessant. Okay, wir sollten hier oben vielleicht mal ein bisschen abfackeln. Okay, vorher aber nochmal ganz kurz. Ja, Strings. Sag mal. Ich will jetzt das Ding da mitnehmen. Weißt du, ah nee, Kartoffeln kann ich gerade nicht fratzen. Pfeile würde ich gerne mitnehmen. Ich will alles mitnehmen. Ich lasse die Strings hier mal liegen. So, den Bogen haben wir auch. Power 1. Haben wir einen besseren. Ich könnte schwören, ich habe gerade einen gesehen. Aber ich werde langsam auch kirre hier, muss ich zugeben. So, das Fleisch würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube, jetzt wird es langsam spannend. Also hier hinten der Abschnitt der Höhle ist doch echt spannend. Wir haben den blauen Schmetterling gesehen. Ich glaube, da hinten ist ein Skelett-Spawner. Kann das sein? Kann das sein, dass da hinten ein Skelett-Spawner ist, weil da immer wieder welche nachrutschen? Ach du Scheiße. Wir werden nie wieder nach Hause finden. Nie. Nie wieder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich schwöre, ich schwöre, dass... Scheiß auf die, da war gerade der Enderman. Ich schwöre, das war so nicht geplant, als sie meinte Höhlentour. Das war so nie geplant, nie. Okay, da oben geht's noch weiter. Es geht ja überall weiter, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Jetzt bin ich mega schreckhaft überall. Eben gerade noch voll sicher gewesen. Und bedenkt mal, ne, das ist die Höhle, die unter unserem Haus ist. Das ist die Höhle, die wir zufällig gefunden haben, als wir unter unserem Haus das Lager ausgebaut haben. Das ist diese Höhle. Hallo, mein Freund. Oh. Ja, mach mal. Ist mir egal. Hat uns einen schönen Abstieg beschert. Ist das nicht schon wieder... Nee, das ist hier woanders. Es sieht nur wieder alles gleich aus. Hier ist sie. Hier ist die große Höhle. Ach du Scheiße. Wieso ist da hinten eigentlich so dunkel? Hat's da die Fackel gerissen? Da hinten kommen die her. Okay. Ja, da ist 100 pro ein Spawner, oder? Seinen Bogen gar nicht fallen lassen. Aua, lass mich durch. Ich bin der Landvogt. Hab ich gerade einen Creeper gehört? Nee, das war sie. Oh, Alter. Okay, hier ist eine lustige Bambule. Hier geht's einmal ringsrum, das war's. Salz nehme ich auch mal mit, kann ja nicht schaden. So, warte.
Es ist sowieso schon zu spät. Wir werden in dieser Höhle bleiben müssen. Es ist zu spät, zurückzukehren. Und sie alle wissen, dass wir hier unten sind. Sie alle wissen es. Und was haben die jetzt überhaupt für einen Radius? Guck mal, wie weit der Zombie, ne? Der hat uns quer durch den ganzen Raum gesehen. Das war doch früher nicht so. Also nicht so extrem. Ich mache nur, damit hier keiner spawnt. Okay. Hallo. Mal kurz gucken. Na, kleiner Mann. Der Zombie findet seinen Weg, wie es aussieht. Der kennt sich hier besser aus als wir. Wie viele Fledermäuse hier auch sind gerade. So, ich setze hier nochmal eine Fackel hin. Okay. Die Musik passt einfach so gut. Scheiße! Es ist eine never-ending story und das Problem ist, ich kann mich nicht nach oben rausgraben, weil wir dann nicht mehr nach Hause finden. Wir müssen also aus dieser Höhle rausfinden. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ich grab mich nach oben raus. Würde ich sowieso nicht machen, weil es ein bisschen eher so cheaten ist. Möchte ich nicht. Wir müssen hier rausfinden, damit wir unser Haus finden. Das ist das Ding. Also eventuell werden wir hier verhungern. Ich weiß es nicht. Wir sollten uns langsam mal auf den Rückweg machen, damit wir nicht verhungern. Denn ich weiß nicht genau, wie lange unser Essen noch reicht. Und ich wollte ursprünglich Tree Farming machen, weißt du? Ich wollte nur nach unten gehen und so ein bisschen so la 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 la, aber ein bisschen was ausheben. Und was passiert ist, ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen verhoben, wie es aussieht. Ich wusste nicht, dass unter dem... Boah, ich wusste halt nicht, dass unterirdisch noch so viel krasser Scheiß kommt. Alter Schwede. So, zack. Meine mal so, meine mal so, meine mal so. Das kann man doch nicht ahnen. Das Lustige ist, auch wenn wir wieder reingehen, ne? Wenn wir später mal wieder reingehen. Aha. Dann ist nicht gesagt, dass wir das jemals wieder finden. Oh, ich kann kein Eisen mehr mitnehmen. Was lasse ich denn mal hier? Ach, Flint, komm, geh weg. So. Das Problem ist immer, wenn ich sage, ich will jetzt zurückgehen, ne? Ich bin so der Typ, der sagt, ich will zurückgehen und dann gucke ich aber nochmal schnell, ja, das machen wir nochmal schnell. Ich will nichts, ne, ich will nichts unerledigt zurücklassen. Das ist das Problem bei mir. Mein Kopf tickt dann so, dass er sagt, ja gut, dann leuchte mal eben schnell noch die Gänge aus, dann kannst du aber zurückgehen. Und die Gänge so, fuck you. Da gehe ich jetzt nicht runter, sondern wir gehen wirklich langsam mal zurück. Wir haben, glaube ich, noch einen 16er Stack Kartoffeln haben wir. Stack. Einen 16er Stack Kartoffeln haben wir noch. So, ich werde eventuell Hilfe brauchen beim Zurückgehen. Beim Navigieren. Das Problem ist, dass keiner mehr weiß, wo es lang geht. Jeder wird was anderes wissen. Oh Gott. Oh Gott. So, von hier kommen wir. Ach du Scheiße. Also wenn man, ne, wir sind auf dem Rückweg, aber ich nehme trotzdem nochmal so ein paar Rohstoffe mit, die wir sehen. Das mache ich trotzdem nochmal. Wir sind auf dem Rückweg. Das heißt erstmal gar...
nichts. Da ist noch Eisen, das hier nehme ich auch nochmal mit. Da ist noch Gold, oh Gott. Ich mache nur eine Fackel hin, ich gehe da jetzt nicht lang. Das Gold nehme ich auch nochmal mit. Das Problem ist einfach, früher war es natürlich... Früher, als ich noch jung war. Nee, früher war es einfacher in den Höhlen, weil man da nicht so viel... Also bei der Mod hier braucht man so unglaublich viel zu essen. Das heißt, wir werden vielleicht tatsächlich Probleme bekommen, hier rauszukommen. Okay. Schön um die Ecke locken. Funktioniert immer. Okay, da haben wir noch einen lustigen Bogenschütz. Zwei sogar, glaube ich. Wir müssen aber eh hier hinten lang. Ist das... Sind wir hier richtig? Ich habe null Ahnung mehr. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder nach Hause finden. Nein, hier war ein... Ja, theoretisch richtig, aber da wollte ich dann später hin. Ich habe mir das extra als Lava gelassen. Ich erinnere mich daran. Oh. Ach, cool. Yeah, go, go, go. Go, go, Gadgetto. Die denn jetzt alle her? Voll die Armee. Wow. Naja, egal. Kriegen wir trotzdem alles. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das hier ist... Lass das! Aua! Nein, aua! Alter, hat er mich hier runtergeschmissen? Ah, hier müssen wir auch lang. Danke. Genau da müssen wir ja lang, von da kommen wir ja. Ha 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 ha. Aber hier ist immer noch... Hier ist immer noch irgendein Raum. Hör mal. Mit Wasser auch. Ich glaube, das ist hier oben drüber, oder? Ah, es ist unten drunter. Na komm her. Yeah, Nick zum Beat. Komm her. Na komm her. Dankeschön. Da greift er mich auch mit dem Pöppel an. Ciao. So. Lassen wir die mal da. Okay. Was ist das? Och! Hör auf, wo kommt der denn jetzt her? Dich habe ich ja schon 1000 Jahre nicht mehr gesehen. Das kommt mir wie gerufen. Den Schleim nehme ich auf jeden Fall auch mit. Den brauche ich für einen Redstone später. Mist, was lasse ich denn jetzt mal hier? Oh oh, unsere letzte Steinspitzhacke. Soll ich die vielleicht mal einfach wegschmeißen? Komm, die Schaufel. Scheiß auf die Schaufel. Den Schleim nehme ich mit.
Kommen wir von da oben? Kann das sein? Kommen wir von hier? Idiot. Kommen wir von hier oder von wo kommen wir denn? Das sieht aus, als wären wir ja schon mal gewesen. Da ist die Schlucht. Jawohl! Sehr, sehr geil. Yeah, baby! Weißt du was? Ich mach mal Folgendes. Hier sind wir hoch, ne? Ich mach mal Folgendes. Ich markiere mal den Weg hier nach oben. Ich hoffe, das fällt auf. Da fällt es wahrscheinlich nicht auf. Ich markiere den mal ein bisschen besser. Pass auf. Ich markiere den jetzt mal, dass ich weiß, okay, da müssen wir wieder hoch. So, mach ich mal so. So, ich denke, das sollte ich. Das sollte Zukunftskronk dann auch raffen. Okay, da muss ich vielleicht mal hoch. Die sind auch, also ganz ehrlich, bei denen raff ich das nicht. Ich bin momentan überrascht. Ah, nee. Hier. Ich bin momentan überrascht, dass wir zurückfinden. Was ist denn los? Wir sind nicht ein einziges Mal gestorben bisher. Warte, Holzklopfen. Und wir finden zurück. Natürlich. Das musste ja sein. Links oder rechts? Wo haben die denn diese fetten Bögen her? Irgendwann muss die doch ausrüsten. Ich weiß es nicht. So. Und wie man sieht. Ich hoffe, hier überrascht uns jetzt niemand. Alter, Freunde, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Das gibt's doch gar nicht. Also von hier kommt sowieso keiner. Bei den anderen Seiten bin ich mir nicht so sicher. Wir sollten uns vielleicht mal irgendwann so ein Safe Room da oben machen. Das ist ja krass, wir haben es geschafft. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir nochmal zurückfinden, ehrlich gesagt. Wie geil das gerade ist. Ich freue mich gerade voll. Nice one. Boah, richtig, richtig gut. Ehrlich gesagt, richtig pupichtig gut. Geil. Und wir haben noch 12 Kartoffeln. Und wir haben hier wieder Texturen oder irgendwas, was sich hier bewegt. Ich weiß immer nicht, was da passiert. Und ich glaube, da ist wieder eine Fledermaus gestorben. Und hier waren wir noch gar nicht. Da sind wir noch gar nicht durchgegangen. Das ist ja krass. Jetzt will ich aber auch eine Plakette vom Fähnlein-Fieselschweif. Hier oben war der blaue Schmetterling. Ich habe Angst. So, Amber. Ich weiß nicht, was mit Amber auf sich hat, ehrlich gesagt. Ich kenne die gar nicht. So. Iron Ore. Iron Ore. Goldohr. Du altes Goldohr. Black Granit. Das schwarze Granit würde ich ehrlich gesagt auch mal gerne mitnehmen. Das würde ich mal gerne zurechtschisseln oder so. Da müssen wir mal gucken, was das bringt. Jetzt müssen wir noch alles mitnehmen. Mit nach Hause nehmen. Ich probiere mal eben, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Geht das überhaupt? Wenn ich jetzt hier so fröhlich durch die Gegend... Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Nö, das geht nicht. Das geht natürlich nur mit geschmolzenem Eisen. Ich wollte es nur mal probieren. Ja, ich wollte es nur mal probieren. Bitte nicht auslachen, nicht mehr als sonst. Ich wollte es nur mal probieren. So, ich hätte es hier theoretisch mal einschmelzen lassen können. Den Redstone kann ich aber zusammenbappen, wenn ich mir recht entsinne. So, Redstone müsste eigentlich gehen, wenn nicht, bitte Nachsicht haben. Die zwei hier lasse ich mal. Okay. So, zack. Zack. Und zack. Weißt du was? Mach ich mal so. Was mache ich hier überhaupt? So und so. Und 32. Ja, kann ich eigentlich hier drauf pappen. So, das geht. Dann haben wir 32 davon. Haben diese paar Redstone. Kleiner kriegen wir es nicht mehr. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Bei Kohle lohnt sich das gerade, glaube ich, nicht so unbedingt. Da haben wir zwei Blöcke so oder so. Eisen, Eisen, Eisen. Jolt, Jolt. Hier Lapis nehme ich auch nochmal mit.
Kreide, keine Ahnung, was es bringt. Diamanten lasse ich hier, braucht doch keine Sau. Dann haben wir fast alles mitgenommen. Ich würde gerne unser Inventar sortieren, aber okay. Mist, das hätte ich lassen sollen. Hier, Ecolite lasse ich mal. Das können wir nächstes Mal wegschmeißen. Viel Spaß, Zukunftsgronk. Hier, Ecolite, so wie Scheiße hier. Keine Ahnung, was das ist. Knochen, lalala, lalala. Den Eimer. Den Eimer Wasser lasse ich hier unten. Ich lasse 64 Kohle hier unten. Ich lasse 53 Kohle hier unten. 64 nehmen wir mit. Das Gold können wir uns immer noch holen. Ich dachte gerade, ich habe eine Bogensehne gehört. So, Spitzhacke. Lass ich auch eine hier unten. Die Steinspitzhacke lohnt sich gar nicht mehr, die mitzunehmen. Weißt du was, ich lasse die auch hier unten. So. Und ansonsten... Da ist noch eine Höhle. Okay. Ansonsten, ich glaube, das hier... Ich nehme das alles mal mit. Kann ja nicht schaden. Zack. Knochenmehl. Salz. Dafür habe ich keinen Platz mehr. Rotten Flesh würde ich gerne... Ach so. Ach, das Dex. Ah, doof. Ach, wenn ich Shift drücke, sehe ich, wie viel das bringt. Toll. Ich will aber keinen Rotten Flesh essen. Ich will damit was anderes machen. Lass ich noch irgendwas anderes hier. Ein bisschen Holz. Komm, das lassen wir auch noch hier. Ciao. Und... Ne? Das lassen wir auch noch hier. Das Chalk. Okay, jetzt müssen wir nur noch zurückfinden. Und zurückfinden heißt, wir müssen den Wasserfall hoch. So. Ist egal. Wir sind ja nicht außer Welt. Das Ding ist genau unter unserer Hütte. Oh, Lapis. Lapis, ne? Ist doch Lapis. Aber wir haben die Hacke eh nicht dabei. Es ist Lapis. Jetzt müssen wir mal gucken. Sollen wir uns hier dran nach oben bauen? Das wäre vielleicht effektiver, als den Wasserfall hochzuschwimmen. Hier ganz easy. Zack, zack, zack. Dann da lang, dann da lang, dann da lang. Oh, auch eine schöne Nische hier. Dann hier. Oh Mist. Ah, wir haben die Schaufel aber noch dabei. So, und dann können wir mit der Erde dann einfach hier weiter fortfahren. So, easy going. Und jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Mit dem Schwertchen gezückt. Hier haben wir uns letztes Mal hochgebaut, runtergebaut, wir erinnern uns daran. Und jetzt sind wir gleich wieder, wieso habe ich das so gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir gleich wieder zu Hause. Nice. Sehr, sehr geil. Finde ich gerade mega akkurat. Aber ich will noch nicht, ich will mich noch nicht zu früh freuen. Nachher werden wir hier noch in Luft gesprengt. So, hier war der hier oder war der hier? Hier geht's nach oben. So. Wow, Z-Orientation. Nice. So. Hier. Warte. Warte, 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 warte. Okay, hier hört die Orientation aber auch wieder auf. Wir mussten hier irgendwo... War hier nicht... Ging's hier nicht raus? Warte. Ging's hier nicht raus? Jetzt muss ich aber... Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Jetzt habe ich euch gerade so selbstsicher. Hä? Aber es, ging es nicht hier raus? Bin ich doof? Ich glaube... Na toll. Jetzt habe ich gerade... Oh, Orientation. Habe ich mich mal voll gefreut. Hier soll ich vielleicht mal ausleuchten. Deswegen wollte ich nur hier hin. Verstehst du? Hier, na sag ich doch, hier geht's raus. So. Sag ich doch, hier geht's raus. Boah, geschafft, wir haben's geschafft. Alter, wir haben's geschafft. Wir haben's fucking geschafft. Wir haben's geschafft. Sie hassen uns. Sie hassen uns dafür, dass wir es geschafft haben. Sie hassen uns dafür. Sie wollen sich rächen. Oh ja, bitter süße Rache.
Ich glaube nicht, dass wir schlafen können. Ich glaube, sie werden uns wach halten. Ah, es geht. Gott sei Dank. Oh, huh. Ah.